drei, vier Stück zu erfassen. In der Führungsgruppe Patrick Fiederling, Bernd Müller aus Leinach, Jason Krier, Sandra Rink, Simon Siegel. So, und die 161, der Carsten Schmidt, oder Elke Hasberger. Und unser Eigengewächs Stefan Rauch mit der Startnummer 14. So, im zweiten Pulk, angeführt von dem Oldie Manfred Dormann. Start in der M60 mit der 38er Startnummer, super Manfred. Verfolgt von Siegbert Hummel, Nils Niemeyer und Sebastian Meyer, unser Eigengewächs. Und weiter geht es, Schlag auf Schlag. Werner Weht von Wasbühl, Marcel Schindler, Winfried Endres, Christian Weiß, unser Sebastiano. Und weiter geht es. Robert Schuch von Oberburg-Miltenberg, Manuel Bachmann, Thomas Stieber, Reinhard Vogler, Bad Brückenau, Vito, super Vito, Herbert Bräunig aus Oberburg, Stefan Bamberger, Markus Reuter, Johanna Meier, klasse Johanna, Siegert, Andreas Roth, Werner Oettinger, Andreas Platz, Gerhard Friedrich Rudolf, Ulrich Ambon, Peter Paul Schuttwolf, Christian Bohms, René Amtmann, Sigmar Ulrich, Werner Kellmann, Frank Schweler, Thomas Kaminski, Manuela Kreier, Karl Josef Brandt, Wolfgang Lehmann, Hubert Lang, Nadine Scholz, Martin Amtmann, Hermann Schreck aus Düngersheim, Dirk Volbert, Elke Lohr, Arno Fell, Tobias Jansson, Norbert Zang, Heim Buchenthal, Matthias Brude, Harald Weigler, Kitzingen, David Backe aus Militsch, Frank Stümpfle, Lucia Herr, Adam Polubek, Julian Roscher, Tobias Brönner, Achim Heidenfelde, Lukas Kunkel, Sibylle Böhm, Werner Schmelz, Peter Kuhn, Erwin Schäfer-Hauer, Alexander Hart, Maurice Frommelt, Klaus Martin, Gudrun Michels, Jochen Elfers, Verena Ibel, jawohl Verena, Margret Elfers, Johannes Pretzer, Stefanie Stenger, Anton Goss, Bernd Zehnter von den Lohre Handballern, Jonas Held, Martin Brendler, Christian Wendel, Heiko Röller, Gerd Wilhelm, Marco Ulrich, Horst Steinmetz, Christian Wanschura, Loren Meyer, Gerd Rübol, Marcel Kunkel, Heinz Schick, Waldemar Michaelis, Elmar Amtmann, Nicole Günther, Ruth Schlager und die Marlene Bräunig aus Oberburg, Marc Schüler, Ryan May Kandan, Bettina Jauke aus Ramsdal, Johannes Köhler, Gemünden, Walter Siegler, Wombach, Thomas Knödler, Oldenburg, Alex Morschhäuser, Bad Brückenau, Bernadette Obermeier, Walter Horlebein, Sabine Niel, Christian Wiesch. Sabine Niel hatten wir schon. So, und weiter geht es Schlag auf Schlag. Julius Gabel, Peter Sander, André Stober, Gerhard Schreier, Katja Kreher, Dominikus Pünsch, Sebastian Oppel, Heide Podotzki, Kurt Linginger, Michael Molchulski, Philipp Unsleben, Hans Eitel, Andreas Möhres, Horst Schmidt, Matthias Karl, Steffen Anderlohr, Anna Stemmer, Gerhard Schumm, Gerd Höhner, Isolde Rausch, Lena Amberg, Verena Gebauer, Winfried Kreppel, Antje Höfer,
Claudia Büchner, Robert Amberg, Wilhelm Kissenberg, Christian Steigerwald, Berit Henze, Karl-Heinz Hofmann, Annika Braun, Simon Klassen, Kevin Büdel, Bettina Sapper, Günther Podotzki, Hilbert Müller, jawohl Hilbert, Alder Haudegen, da läuft er, der Werner Herst, Thorsten Schwitaler, Paul Treu, Siegfried Draxler, Hubert Hemmerich, Thomas Schmidt, Hubert Held, jawohl. So, und hier kommt der Karl Dill, Monia Breitenbach, Johannes Willkomm, Mai Behrendt, Ute Würfel, da muss ich nicht nachgucken, das ist der Wolfgang Lex von Goldbacher Freunden, die Edeltraut Stab, Thomas Fischer, und die Stefanie Stenger aus Frammersbach. So, die Daniela Sultan, Jutta Pfeuffer und aus Bad Brückenau der Heinz Sitzmann. Hallo Heinz, M1941. Früher zum Stammtisch die Rentner, heute sind sie beim Laufen. Das ist eine Entwicklung, super. Die Nina Schöd, Bernhard Hess aus Schweden, Ute Schödel, Gerlinde Eitel, so, und weiter geht es hier mit dem Klaus Fahrt aus Lohr. Klaus, servus. Margit Hamm. Und in die nächste Runde Hans Eitel, Renate Podotzki. Die Karin Prell aus Hammelburg. Der Patrick Fiederling in einer Zeit knapp über 34 Minuten. Und der Zweitplatzierte kommt ins Ziel. Bernd Müller. Von Leinach, aus Leinach hier. Applaus. So, und weiter geht es. Auf die letzte Runde geht Verena Igel. Auf dem dritten Platz kommt ins Ziel der Simon Siegel aus Gerbrunn. Super, Simon.